Freunde, willkommen zurück zum Let's Play Grand Theft Auto 5. Und wir sind hier in einer Mission unterwegs mit Michael, Trevor und Franklin, allen dreien. Und müssen hier mit einem Cargo-Bob erstmal eine Runde fliegen. Los geht's! Der Michael muss fliegen, mit denen hatten wir ja noch ein paar Flugstunden genommen. Nimm das Tauchboot mit Hilfe des Hakens auf. Okay, oh mein Gott, das kann ja heiter werden. Weil ich habe mit Michael die Flugstunden irgendwann abgebrochen. Fly low over the submarine, it'll hook up. Easier than all that sitting around with a pole going. Hover over me and it'll connect. Connection is... So, Verbindung ist... I need to be dropped a couple of clicks west of Polito Cove. So, flieg zum Testgebiet. Mann, das war ein ganz schöner Krampf, den hier anzuhaken. Aber wir haben es auch noch geschafft, letztendlich. Und der Hedi fliegt sich aber wirklich nicht einfach, wenn er sowas, so ein Teil da angehakt hat. So, und hier vorne muss irgendwo das Ziel sein. So, und abwerfen. Trackify App. Trackify ermöglicht es dir, ein Ziel in der Spielwelt ausfindig zu machen. Benutze seine Informationen, um das Gerät aufzuspüren. Okay. So, hoffentlich gibt es wenigstens ein bisschen Kohle hier, die ganze Sache, ey. Na toll, hoffentlich finden wir hier unten überhaupt irgendwas Schönes, was uns reich machen kann.
So, das Ziel nähert sich aber. How deep are you, T? Can that thing handle a little pressure? It's safer at the bottom of the ocean than it is strapped to the helicopter you're flying. So, was haben wir hier denn? Schönes. This looks like it, right there. It's bolted to the seafloor. I'm securing it. So, steigst du Oberfläche auf, da haben wir was. Hey man, so got the thing. What is it? We'll know what it is when we can run some tests. Well, what it look like? What you think it is? Best guess it was hooked into the rock, maybe on a fault line, so could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? The good kind of nuclear. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Na, das werden wir sehen. So, wechsel zum Michael. Oh nein, nicht wieder anhaken, ey. Lift me up, let's go. So, eingehakt. War auch gar nicht so einfach mal wieder. Begib dich zum Flugplatz. Ja, und da sollen wir das U-Boot dann einfach abschmeißen, oder was? So, wir sollen zum Franklin wechseln. Na dann. So, war ja klar, dass wir hier ganz unbeschadet dann doch nicht die ganze Sache überstehen. So, andere Seite. Boah, die fahren ja ein ganz schönes Gebot auf hier, um ihr Teil wieder zu bekommen. Wow, und er schießt Raketen. So, wechselt zum Michael. Und der Heli dir qualmt. What was that, T? I told you.
That was Merriweather. Those choppers, and that ain't normal private security guards. Yeah, you're right. I have it on good authority that they're actually a lizard army who've taken human form to do the bidding of the New World Order. I hope you can flip this thing fast, because I don't want to see those reptile buddies of yours ever again. Da bin ich auch mal gespannt, was das Teil an Kohle einbringt. Und wir müssen unsere Aktien auch mal überprüfen, die wir da gekauft haben. Die angeblich steigen sollen, sollten ohne Ende. Bin ich ja mal gespannt. So, und jetzt? Setzt das Tauchboot ab. Na, ihr seid mir vielleicht ein paar Spaßvögel. Schön vorsichtig. Do you know what you've done? The wire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been, huh? 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You owe me! Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! All right, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey, we need a score, remember? Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Boah, krass. Raubüberfall ausgeführt. Boah, 20 Millionen. Hau mir ab mit Söldnern, Bergungsprofi. Es hat gar keine Kohle gegeben. Na geil. Ach Mann, ey. Schade, schade, schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Da müssen wir noch mal ein bisschen in der Luft rumboxen. Vielleicht kann ich mir das Teil noch mitnehmen. Aber ich glaube nicht. So, und wir schauen mal, was unsere Aktien machen. So, und wow, wir haben hier, glaube ich, einen ganz guten Gewinn. Oh, das sollten wir jetzt verkaufen, glaube ich. Die wird ja nicht noch mehr steigen. Achso, ein Gewinn von $10.000 zum ursprünglich investierten Kapital. Wir haben 30.000, glaube ich, investiert. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr steigen wird, oder? Na, wir haben ja auch kaum noch Geld. Wir müssen das erstmal verkaufen, glaube ich. So.
Na gut, ja, dieser Raubüberfall hat uns ja dann nicht so viel gebracht an Kohle, nur an Erfahrung. Aber das kann ja auch nicht schaden, ne? Sagen wir mal so. Und ich würde sagen, hier unten, Federal Investigation Bureau, FIB. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes. So. Die Frage ist, steht hier wieder ein Heli rum? Dass wir da vielleicht hinfliegen könnten. Das gefällt mir ganz gut, die Fliegerei. Das Anhaken mit so einem Cargo-Bob nicht unbedingt, aber... Wieso steht der jetzt hier nicht mehr? Ja, ich möchte das benutzen. Und wo ist es? Ah, da ist es. So, dann rein. Und dann auf geht's zum FIB. Ja, aber wir brauchen jetzt halt demnächst unbedingt mal einen Job, der uns dann auch mal wieder richtig Kohle abwirft, ne? Ja. Ich habe abgedreht. Bleib mal ruhig. Oh, die O'Neill-Brüder. Ah, Brother O'Neill. Fuck you, man. Whoa. You're the guy stealing contracts. You burnt the farm, killed my brothers. You had too many brothers. They needed culling. You're fucking dead. Aren't we all? We live and we die. That's our curse. Hey, you want to expedite the situation? Come fucking find me. Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! I'll be there, man! I don't know when, but I'll be there! So, und ich würde sagen, der Trevor muss sich mal wieder ein bisschen abregen und das kann der am besten bei seinen Ausrassungsmissionen. Die machen wir jetzt noch. Dann machen wir jetzt einfach eine. So, wir haben eingeparkt. Ja, ich parke hier. Die Frage ist, ziehen wir uns überhaupt nochmal um oder zieht er sich nochmal um? Dann können wir primär auch so bleiben, sieht auch ganz okay aus. So, los geht's. But that will be the post-ironic use of the word cunt, both offensive and at the same time curiously anodyne. Hey, what the fuck? I find your t-shirt more than a little offensive. If there's one thing I cannot stand, it's post ironic hipsters. If you don't like it, you can go back to Canada, dude. Come on, you want a piece of me, huh? Oh wait, oh fuck! Oh, run, fuck! You little fuck! So, und ausrasten, Randale! Ich will die Karre kaputt machen. Boah, wie viele sind denn da? You'll all be dented when I'm done with you!
doing history a favor. Whoa. History a favor. You're posthumously ironic now. So, geschafft. 30 Gegner. Zwei Fahrzeuge zerstören. Naja. Das mit den Fahrzeugen habe ich probiert. Das wollte irgendwie nicht das eine. Alle Randale sind jetzt freigeschaltet. Okay. Kann ich jetzt die alten Randalen nochmal wiederholen? Ah ja, kann ich. Cool. Kann man also dann, wenn man mal Bock hat, richtig rumzuballern, durchaus nochmal machen. Ist ja doch ganz witzig. Ja, die Karre hier, die ist fast vom Explodieren gewesen, aber nur fast eben. Das hat leider nicht ganz gereicht. Aber naja, so. Aber ursprünglich wollten wir ja... Wollten wir zum FIB. Boah, ist die Karre langsam. Also wieder auf in unseren Heli. Rein da. Ist ja schon langsam unser Standardfahrzeug hier. Der Frogger. Einfach herrlich hier so rumzufliegen. Das macht einfach Spaß. Generell macht das Spiel einfach nur Spaß, muss ich sagen. So, dann schauen wir mal, was diese schmierigen Leute da wieder von uns wollen. Für die mussten wir ja auch schon mal so einen Typen foltern, das war ja auch ziemlich krass. So, wir sollten aussteigen, das Ding... Huch! Ich sagte aussteigen. Da steigt er wieder ein. So, und da vorne ist das Ziel. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was wir hier machen können, was uns hier erwartet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über Kommentare von euch. Wenn es euch gefällt, dann abonniert doch, um nichts mehr zu verpassen. Euch noch einen schönen Tag. Mein Name ist Sado. Ciao.